Während ein Mann den Fund eines seltsamen Paketes meldet, nimmt Stefan Sindera die Aussage einer 32-Jährigen auf, die sexuell belästigt wurde. Also Frau Düring, ich kann Ihnen das natürlich nur anbieten, dass Sie auch mit einer Kollegin sprechen wollen. Nee, möchte ich nicht. Ist das okay? Ja, wir machen das jetzt. Ja. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Dann schildern Sie mir bitte noch mal genau, was passiert ist. Ja, also ich war gerade im Keller und habe die Wäsche aus der Waschmaschine geholt. Und dann kam mein Nachbar rein, der Tim Steffens. Und der stand dann einfach da, ne? Die Tür war schon zu hinter ihm und hat mich dann gepackt und gegen die Wand gedrückt und meine Bluse zerrissen und Kann ich ganz kurz sehen? Ja. Also ohne, dass sie jetzt... Ja, okay. Das ist kaputt gegangen. Und dann habe ich aber natürlich mich sofort gewehrt, ne? Also ich habe extra so einen Selbstverteidigungskurs auch gemacht. Ja, sehr sinnvoll. Ja, die 3 Sekunden, wo er überrascht ist, kann ich wegrennen. Und das habe ich auch gemacht und ich habe ihn in den Keller gesperrt. Und da ist er jetzt auch noch. Stefan Sindera lässt ein Streifeteam zum Haus der Ergotherapeutin schicken, um den Verdächtigen auf der Wache befragen zu können. Aber darf ich trotzdem fragen, warum haben Sie nicht die Polizei direkt gerufen vor Ort? Ich bin dann einfach los. Ich musste auch da sofort so schnell weg, wie es geht. Ne? Also ja. Ich habe das auch in der Selbstverteidigung gelernt. So schnell es geht, von dem Täter weg. Okay. Abstand zwischen sich und ihm bringen. Gut. Und das habe ich auch gemacht und deswegen dann schnell mein Portemonnaie geschnappt und bin hergefahren. Das haben Sie wahrscheinlich auch in Ihrem Kurs da dementsprechend gelernt, wie ja. Sie sich dann verhalten sollen. Ja. Wenn ich jetzt Geschädigter einer Straftat bin oder ich sehe eine Straftat, dann darf ich den mutmaßlichen Täter auch so lange festhalten, bis die Polizei eintrifft. Das heißt, die Adresse ist in der Rotfeldstraße? 31. Okay. Ja. Und dieser Tim Steffens, der wohnt im gleichen Haus? Das ist mein Nachbar, ja. Und der ist so ein richtiger, schmieriger Typ. Ne? Also der hat mich im Treppenhaus schon öfter blöd angemacht ja. und da irgendwelche anzüglichen Sachen gesagt und so. Ich finde es einfach nur ekelhaft. Und das war aber jetzt der erste tätliche Übergriff auf ja. Sie. Wissen wir, ob er da schon andere Frauen oder belästigt hat? Keine in Haus? Ahnung, aber der ist von seiner ganzen Art her einfach so ein Ekeltyp. Okay. Ne? Jemand, mit dem möchte ich auch nicht allein in der Waschküche sein. Gut. So, dann kommen wir jetzt zu Ihnen. Was haben Sie denn Wichtiges in Ihrem Karton? Ich habe hier drin eine Schlange. Eine Schlange? Ja, eine Schlange. Okay, dann stellen Sie das Ding mal ab. Gehen Sie weg damit. Was für eine Schlange? Wie kommt die da rein in Ihren Karton? Die war bei mir im Kiosk und ich habe die gefangen. In dem Kiosk? Wie ja. sieht die aus, die Schlange? Ja, die ist sie giftig? Also das weiß ich nicht, meine Güte. Das Tier war bei mir im Kiosk. Ich habe gedacht, ich muss das Tier wegkriegen. Die hat einen weißen Bauch, schwarzen Rücken und so ein paar Punkte drauf. Vorsicht, Vorsicht. Wollen Sie mich veralbern, oder? Das ist doch leer, das Ding. Wie, das ist leer? Ich habe die Schlange mit den eigenen Händen gefangen. Ja, gucken Sie rein. Hier, ist sogar hier ein Loch drin. Ist Ihnen das vorher nicht aufgefallen? Das war vorher nicht, ich verspreche es Ihnen. Wie aufgefallen? Ich habe das Tier gepackt da rein und dann bin ich schnell hingekommen. Ich dachte, Sie helfen mir. Das heißt, sie kann jetzt überall sein, die Schlange, ja? Das muss Ihnen doch aufgefallen sein, wenn die Schlange da rausgeht. Ja, was soll ich denn sagen? Ich war halt auch aufgebracht. Und dann sitzen da irgendwo. Ja, im Laufe eines Dienstlebens, sag ich mal, kommt es doch regelmäßig vor, dass man mit entlaufenden Tieren zu tun hat. In der Regel sind es Hunde, Katzen, aber halt auch Reptilien. In diesem Fall ist es eine Schlange. Aber dass eine Schlange auf der Wache entläuft, das habe ich auch noch nicht erlebt. Und dann ist es natürlich klar, dass wir da persönlich nicht beigehen, sondern Fachpersonal rufen, in diesem Fall die Veterinärin. Essen Sie gerne Äpfel? Ich esse gerne Äpfel. Die Menschen vergleiche ich auch ganz gerne mal mit einem Apfel. Der eine oder andere hat ein paar braune Stellen. Paulige Stellen, der eine mehr, der andere weniger. Jetzt gucke ich hier mal bei uns nach. Na, der Steffens, was ist mit der? War das ein unbescholtener Bürger? Nee, war er gar nicht. Der hat viele braune Stellen. Sexuelle Belästigung, sexuelle Belästigung, sexuelle Belästigung, sexuelle Belästigung. Im Laufe von 3 Jahren. 4 verschiedene Orte, 4 verschiedene Frauen. Und dann haben wir noch den Vorgang heute mit der Frau Düring. Der Frau Düring, zum einen meine Vergangenheit, so, die ist doch hier überhaupt nicht relevant. Das ist lange her, das war in meiner Jugendzeit, da habe ich Nein vielleicht mal schwer akzeptiert. Aber es hat damit nichts zu tun. Die Frau Düring so, ey, die kommt da nämlich mit klar, dass ich ihr eine Abfuhr erteilt habe. Das war eine Jugendsünde? Ja, wie gesagt. Das heißt, ich hab einen Teenager vor mir sitzen. Ne? Weil heute ist immer noch das Gleiche. Ich habe doch überhaupt gar nichts gemacht. Ich habe dir klipp und klar zu verstehen gegeben, dass ich nichts von dir will. Die hat mich ständig angegraben so und ich habe dir eine Abfuhr erteilt. Und das ist jetzt die Retourkutsche. Sie wohnen im eigenen Haus und kriegen es nicht hin, ein vernünftiges Nachbarschaftsverhältnis hinzukriegen, ohne dass sie da wieder übermannt werden. Das ist schon pathologisch. Da sollten Sie vielleicht wirklich mal zum Arzt gehen, wenn Sie das nicht im Griff haben. Ja, die Veterinärin ist da.
Überlegen Sie sich, was Sie mir als nächstes sagen. Bis gleich. Ich persönlich tue mich immer sehr schwer, über andere Menschen ein Urteil zu fällen, weil ich kenne sie nicht, aber wenn ich sie natürlich auf frischer Tat ertappe, dann habe ich sie. So, in dubio pro reo, das ist eigentlich der Grundsatz, nachdem auch unsere Justiz eigentlich handelt, nachdem wir auch handeln. Allerdings waren jetzt hier die Aussage unserer Geschädigten von der Frau Düring doch sehr ernst zu nehmen. Ich hatte ja auch noch die zerrissene Bluse. Und dann habe ich halt auch jemanden, der als Täter hier angeklagt wird, als mutmaßlicher Täter erstmal, dann lese ich mir aber sein ganzes Vorstrafenregister durch und da habe ich 4x sexuelle Belästigung. Das heißt, seine Aussagen sind in diesem Fall nicht sehr glaubhaft. In der Zwischenzeit sind die Kollegen immer noch auf der Suche nach der entlaufenen Schlange. Die eingetroffene Veterinärin hat schlechte Nachrichten. Sie sowieso, wenn sie will. Sie sind verantwortlich? Hoffe ich. Gut, wir haben hier vielleicht eine problematische Situation. Der junge Mann hat mir die Schlange beschrieben, die hier entflohen ist, und es könnte sich um eine Giftschlange handeln, und dann müssen wir die Wache evakuieren. Also da führt kein Weg dran vorbei. Aus veterinärmedizinischer Sicht müssen hier alle Personen das Gebäude verlassen. Das ist natürlich nicht so einfach, jetzt die ganze Wache zu. Da sind Sie sich sicher, ja? Also, was ist das für eine Schlange? Mit Sicherheit kann ich nicht sagen, ja, oder eine Viper. Also, wir müssen halt einfach davon ausgehen, dass eine Giftschlange hier rum kriecht. Und wenn das so ist, dann ist Gefahr in Verzug. Okay. Ja, das Risiko können wir einfach nicht eingehen. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass niemand von uns was passiert, ja? Also, dass genau darum geht es, ja. Du mal ganz kurz, wo ist denn der andere hin? Der stand eben noch da. Wie hieß der denn? Dennis? Der ist, glaube ich, in die Richtung gegangen, oder? Ja, das. Aber okay, pass auf, kümmer du dich hier um die Problematik mit der Schlange, genau. Wir sind gleich da. Ruhig bleiben, ganz wichtig. Okay. Hey Junge, komm, lass uns ab. Wie kommst du denn hier rein? Die ganze Wache wimmelt von Polizei. Spielt jetzt keine Rolle. Komm, wir hauen ab. Schnell, komm. Wir versuchen Raum hier. Für Raum ab. Hallo, was geht denn hier ab, sag mal? Ja. Hallo? Herr Neumann? Ja. Was machen Sie hier? Ich habe einfach nur die Toilette gesucht. Wo haben Sie denn hier die Toilette? Wollen Sie mich fragen, Sie standen die ganze Zeit vor der Toilette. Ja. Ne? Große Zeichen dran. Also, ja. Was machen Sie jetzt hier im Raum? Kennen Sie sich irgendwie, Sie beiden? Ich kenne ihn nicht, auf keinen Fall. Den habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, wer das ist. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur auf Toilette. Ich konnte ja gar nicht sehen. Sie haben sich gerade unterhalten. Haben Sie ihn gefragt, wo die Toilette ist? Oder? Ja, ich habe ihn gefragt, ob er der neue Aushilfspolizist ist hier. Sie heißen noch Dennis, ne? Ja. Und Sie haben die Schlange ja in Ihrem Kiosk gefunden, angeblich. Ja. Und jetzt sehe ich da irgendwas. Dennis. Ne, machen Sie mal ruhig Ihr Shirt zur Seite da. Machen Sie mal bitte auf. Dennis Bütchen. Das wird ja immer interessanter. Dennis Bütchen, ist das Ihr Kiosk? Ja, meine Güte, ja, ja. Ich habe versucht, den Kerl rauszuholen. Das ist der Tim, Angestellter von mir und ein guter Freund. Und er hat ja schon Dreck am Stecken. Und da habe ich gedacht, Mensch, Jetzt haben Sie das mit der Schlange genutzt, um hier. Ja, was soll ich machen? Das ist meine private Schlange. Ich habe versucht, sie abzulenken. Ich sag's, wie es ist, um ihn zu befreien. Er hat ja schon Dreck am Stecken. Um ihn zu befreien, der hat einen festen Wohnsitz, Mann. Der wär nachher wieder rausgegangen, ne? Trotz dieser ganzen langen Liste von idiotischen Sachen, die er gemacht hat. Der wird ja nur vernommen hier, der ist ja jetzt erstmal nicht festgenommen oder so, sondern er wäre dann nachher wieder nach Hause gegangen. Was weiß ich, ich weiß ja, er kann die Finger von den Mädels. Und dann machen Sie den ganzen Zampano hier mit Ihrer Schlange, mit Veterinärin und Evakuierung von der Dienststelle. Das ist alles in Kauf genommen. Um Ihren Kumpel rauszuholen, der sowieso nach Hause geht, nachdem er hier befragt worden ist? Ja, Mensch, alles nur, weil du die Finger nicht von den Mädels lassen kannst. Ja, ey, was machst du denn für Aktionen? Sie haben so viele amerikanische Filme geguckt, ne? Hier das so. Denke ich aber auch. Ja. Ich denke mal, da müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Soll ich eine Anzeige wegen Schabernack schreiben? Oder ja. Was? Mehr ja, Mensch, das war dumm. Hallo, es gibt eine gute Nachricht. Die Schlange wurde gerade gefunden. Ich guck mir das an. Komm. Ja, wie ist das? Wo denn? In der Herrentoilette. Da müsste sie drin sein. Ist die Schlange giftig? Nein, ich habe sie sichergestellt. Es handelt sich um eine Python regius, also um eine Königspython. Ist ja eine Würgeschlange, oder? Genau, es ist eine Würgeschlange, ungefährlich, nicht giftig. Nicht giftig. Auch ein ganz freundliches Exemplar, ein bisschen aufgeregt jetzt. So natürlich. Können wir natürlich auch deine Schlangenphobie heilen, ne? Ja, normalerweise kommst du nur mit so Handtaschen hier immer an. Also, brauchst für die Wache nichts mehr evakuieren. Genau, ganz freundliches Exemplar. Siehste. Super, dass Sie sie so schnell gefunden haben. Ja, ich bin auch wirklich froh. Also Entwarnung, Wache muss nicht evakuiert werden. Der Nachbar muss sich wegen sexueller Belästigung verantworten. Seinen Kumpel erwartet eine Anzeige wegen versuchter Strafvereitelung.